Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge Tizian Bauernhof. Und heute möchte ich erstmal nochmal ganz schnell, obwohl jetzt das Leder können wir hängen lassen. Das können wir hängen lassen. Ist es eigentlich, ist es Daytime, ne? Ist es Daytime und es regnet draußen? Scheiße, ey. Ich wollte nämlich gerne noch ein bisschen am Garten hinten was machen. Was würde ich natürlich bei schönem Wetter lieber machen als bei solchen mistigen Wetter, wie wir es jetzt haben. Weil ist natürlich hier. Ach, wisst ihr was, was wir mal machen? Wir werden mal nochmal rüberfahren zur Mine und da nochmal kurz rein einen Blick reinwerfen. Mal gucken, was da drüben so los ist. Das ist dann ja mehr oder weniger überdacht. Und da ist dann. Da haben wir ja auf der Fahrt dahin haben wir dann. Hier sind wir die ganze Zeit überdacht unterwegs. Hier gibt es übrigens auch noch zwei, drei Baustellen, die erledigt werden müssen, ne? Also. Die ganze Abladestelle ist ja noch nicht so weit. Aber das ist dann etwas, wo ihr dann selber dran rumwerkeln könnt, wenn ihr möchtet. So, wo ist denn die Lore? Die steht da vorne. Okay, dann auf geht's. Yay! Dann fahren wir nochmal rüber zur Mine und gucken da nochmal einen Blick, werfen da nochmal einen Blick rein. Es wurde sich ja auch gewünscht, dass wir nochmal einen Rundgang machen. Und ein bisschen gucken, was es alles so gegeben hat. Und dieser Tunnel, diese Fahrt zur Mine ist ja auch ein. Der Tunnel an sich, das Erstellen dieses Tunnels war ja auch ein elementarer Bestandteil dieses Let's Plays. Das hat ja echt schon ein bisschen gedauert, bis es fertig war. Und Soundbank wieder. Hat ja schon ein bisschen gedauert, bis es fertig war. Und ja, wobei es eigentlich noch nie nicht so richtig fertiggestellt worden ist, ne, muss man dazu ja auch sagen. Ist ziemlich cool mit der Karte jetzt oben, dass man das oben auf der Karte auch sehen kann, wo die Gleise entlang führen. Das sieht echt schick aus. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut auf der Karte wirkt. So, lass uns mal nochmal kurz runter gucken in die Mine. Zack. Und Shift, ne? Ja. Einmal kurz. Ist da kein... Ich dachte, da wäre eine Druckplatte, die das dann wieder zumacht. So, dann sind wir nämlich auch unter Tage und da ist dann das Wetter nicht mehr so neblig und so kriselig. Hier wird das nämlich langsam wieder schön klar, das Bild. Ich will mal gucken, wie weit ich eigentlich runtergekommen bin, weil hier irgendwo ist ja auch noch... Die eine Schlucht, ne? Die haben wir ja auch entdeckt. Ich glaube, das hier ist die Schlucht, ne? Ja, genau, das ist die Schlucht, die wir hier noch haben. Okay. Das ist alles noch gar nicht entdeckt hier mit der Karte, ne? Das ist, die ganze Karte ist da noch zugedeckt und alles. Hier haben wir Kies ganz viel. Und hier sind wir jetzt auch gleich unten auf Bedrock, ne? Ja, da ist Bedrock. Ich habe Monster gehört. Ich weiß aber nicht, wie nah das ist. Ach so, hier ist ja die Geschichte. Hier dürfte eigentlich nichts los sein, oder? Ja, maximal irgendwo hier hinter einer Wand oder so. Aber so richtig ist hier eigentlich nichts. Immer noch Daytime. Ich würde halt gerne... Ja, und hier unten ist Bedrock, ne? Ja. Hier haben wir uns runtergearbeitet bis zum Bedrock. Und hier ein bisschen gemeinert. Oh, wisst ihr noch, wie viele Silberfische hier unten immer rausgekommen sind? Das waren echt unheimlich viele. Das war echt so ein bisschen unangenehm. So, ich würde gerne halt hier in der Mine warten, bis die Nacht anbricht, dass man hier schlafen gehen kann und dann fahren wir bei schönem Wetter wieder zurück. Ich will mal ganz kurz, ist hier noch irgendwas Interessantes? Das ist Gott sei Dank alles hier ausgeleuchtet, ne? Guck mal, da unten habe ich mich erschrocken, ey. Hab ich mich wieder erschrocken, ey. Ah, okay, er brennt. Oh, Glück gehabt, ey. Ich habe gar keine Rüstung an, ne? Nee, aber ich habe mich echt erschrocken. Das war das, was hier so rumgeklimpert hat die ganze Zeit. Natürlich springe ich auch rein ins Feuer. Natürlich springe ich auch rein in die Lava. Nicht sterben. Nicht in der vorletzten Folge nochmal sterben. Das wäre uncool. Ich muss mal ganz kurz was essen. Ich kann nichts essen. Kannst du dich bitte hochheilen? Danke. Kannst du dich bitte hochheilen? Oh, schnell erstmal. Da bin ich aber auch genau reingetapst. Zweimal, ne? Okay, zack. Einmal hier hinten nochmal gucken. Aber hier ist auch nichts Großartiges. Also hier unten habt ihr, wie gesagt, sehr, sehr viel Lava sehen, hier hinten. Und gute Möglichkeiten noch Ressourcen zu farmen, ne? Falls ihr dann irgendwas benötigt. Sollte das hier hinten eigentlich kein Problem sein. Zack, einmal das dahin. Supi. Und wo bin ich hergekommen? Von... Ganz unten, ne? Ja, genau, von ganz unten bin ich gekommen. Hier unten ist der Cobblestone. Da erinnere ich mich jetzt gerade dran wieder. Ich weiß gar nicht, wann denn die Nacht anbricht. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal wieder hoch.
wann die Nacht anbricht. Vielleicht hat es auch schon wieder aufgehört zu regnen. Das kann natürlich auch sein. Hier ist halt auch, hier kann man halt auch noch unheimlich viel unternehmen, ne? Zack, da lang. Also wenn man möchte, kann man auch hier einige Stunden verbringen und noch super viele Sachen machen und Ausgrabungen und so weiter und so fort. Kann das sein, dass es aufgehört hat zu regnen? Oh ja, es hat aufgehört zu regnen. Ja, cool, dann können wir jetzt ja schon rüberfahren. Nice. Dann hat es zum Abend hin aufgehört. Sehr schön. Tju, 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 tju. So, jetzt mal kurz die Steine weggeworfen. 39 Level habe ich noch. Krass, ganz schön viel. So, ich würde nämlich gerne nochmal in den Garten gehen und da nochmal die Beete, die da so sind, wo gegebenenfalls noch Pflanzen fehlen, die würde ich nochmal auffrischen und das vervollständigen sozusagen. Und dann können wir uns nochmal an einen hohen Punkt begeben und nochmal über den ganzen Bauernhof rüber gucken. Wobei morgen wird es auch nochmal eine kurze Folge geben. Also eine wirklich ganz, ganz kurze Folge, wo dann nochmal der Abschluss meinerseits dann ist. Ich glaube, wir gehen erstmal schlafen, ne? Es wird gleich Nacht. Zack, einmal hier rüber. Dann könnt ihr auch die neue Anlage zum Wassereimer befüllen und so weiter. Überall einsetzen und so fort und so weiter und so fort. Ne? Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel mich oder auch wenn ich mich jetzt von YouTube verabschiede, es gibt ja noch genügend andere gute YouTuber, die auch noch auf YouTube unterwegs sind. Mir fällt da so ein Softwerker zum Beispiel ein oder ein Herr Nullblick. Es sind wirklich beides Menschen, die ich das letzte Jahr kennenlernen durfte und die wirklich auch was drauf haben und die auch schönen Content machen, ne? Also guckt da auf jeden Fall bei denen rein. Die werden sich bestimmt darüber freuen. Wie sieht das hier aus? Oh, ich habe das alles schon aufgefüllt, ne? Wir haben, guck mal, hier hinten fehlt noch ein bisschen was. Aber das können wir ganz einfach machen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon alles. Es ist alles schon tutti kompletti hier, ne? Ja, dann ist der Garten ja auch schon. Ha, dann ist ja meine Aufgabe, die ich mir heute gesetzt habe, ist schon erledigt. Das ist ja gut. Wie in Real Life bei mir. Da mache ich mir auch immer Aufgaben und die sind alle schon erledigt dann. Nee, war ein kleiner Spaß. Lasst uns mal, wo können wir denn mal gucken? Von wo aus können wir denn am besten über unseren ganzen Hof blicken? Ich glaube, das gibt gar nicht so die perfekte Stelle dafür, ne? Es gibt viele Stellen, von denen aus man sehr, sehr viel sehen kann. Aber ich weiß gar nicht, kann man vom Turm aus alles sehen? Bin mir gar nicht so sicher. Ah, doch, ich glaube schon. Die Skybridge ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr hoher Punkt. Und da müsste man vieles sehen können. Aber es waren schon coole Bauprojekte. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, ne? Aber es geht momentan einfach nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Und ich will es auch irgendwo nicht mehr. Ich will lieber mich auf andere Sachen konzentrieren. Und eine Sache, worauf ich mich jetzt auch konzentrieren möchte, da ist gerade heute ein Buch gekommen, was ich jetzt die nächsten Wochen durcharbeiten möchte, ist halt auch so ein bisschen meine eigene berufliche Zukunft, dass ich dort dann halt weiter vorankomme. Ist gar nicht so groß geworden, der Hof, ne? Obwohl da hinten wird jetzt schon einige Sachen nicht angezeigt. Da ist so dieser. Das ist so das Maximale, was wir an Chunks laden können. Oder kann ich noch mehr Chunks laden? Video-Settings. Render. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob er da hinten die ganzen Chunks lädt. Ja, es geht auf jeden Fall ein bisschen weiter. Ja, da hast du die große Scheune. Viele, viele Kühe, viele, viele Schweine. Die werden aber gerade nicht angezeigt. Und auch wenn ich jetzt das größere Rendern eingestellt habe, bringt das jetzt nichts, es kommt nicht alles. Hier vorne der ganze Blumengarten, den wir angelegt haben. Das sind schon coole Projekte gewesen. Oder sind schon coole Projekte. Und wir haben auch eine Menge geschafft. Und das ist echt schön vorangegangen, ne? Muss man ja ganz ehrlich mal sagen. So, ich slingshot mich mal rüber. Zur großen Anlage, zur großen automatisierten Getreideabsammelanlage hier. Die will ich natürlich jetzt nicht auslösen, ne? Dann könnt ihr sie wenigstens gleich voll benutzen. Ist leider auch nicht fertig geworden. Ich wollte ja hier gerne noch ein Dach drüber setzen. Aber im Großen und Ganzen ist sie jetzt quasi wieder startklar, dass sie abgeerntet werden könnte.
Ne, für die, die da Interesse dran haben. Und hier unten funktioniert auch alles, ne? Ich glaube, man müsste noch mal gucken, ob man gegebenenfalls die Sortierung noch mal umstellen müsste. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Gehen wir kurz rein. Aber ich glaube, die Sortierung müsste eigentlich. Ja, ich glaube schon, dass die funktioniert. Ich glaube, unten müsste man das umstellen, ne? Ich glaube, ganz unten. Hier müsste man das, glaube ich, irgendwo noch mal. Irgendwo müsste man was umstellen, glaube ich, dass dann hier auch das Richtige reinläuft, was man denn haben möchte. Genau, aber so sieht das aus. Ist schon eine Menge geworden. Aber 450 Folgen ist ja auch eine Hausnummer, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. So, ich hätte gerne mal noch ein bisschen. Ich hätte gerne mal ein bisschen Erde. Oder wir können uns auch hier drauf, ne? Zip. Ja. Guck mal, wie viel Hühner wir mittlerweile haben, ey. Das ist schon ordentlich was geworden, das Ganze hier. Zack. Ein bisschen weiter nach unten gucken. Schöne, schöne Geschichte. Na gut, ich Freunde. Ich verabschiede mich auch für heute schon wieder von euch. Wir haben einen kleinen Rundgang gemacht. Wir waren nochmal drüben bei der Mine. Wir haben nochmal geguckt, dass der Garten schön ist. Der ist schön. Ich würde mich morgen nochmal ganz kurz mit einer Abschlussfolge bei euch melden. Und für heute bedanke ich mich bei dir dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns morgen zur letzten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.